Ubisoft. 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 Dunja Angel. Dunja Angel. Far Cry 4. 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 Und damit hallo und herzlich willkommen von meiner Seite aus zu Far Cry 4. Mein Name ist Crying Destiny und wir spielen das Spiel auf der PS4 und melden uns hier mal direkt an. Um Netzwerkfunktionsweise musst du die Anwendung aktualisieren. Das mache ich gerade im Hintergrund. Wir machen direkt ein neues Spiel, machen mal normal. Ich habe Far Cry 4. Die kommen wir an, um Koop-Spiel zu ermöglichen. Machen wir mal offline. Und ja, ich habe Far Cry 3 gespielt, deswegen mache ich das einfach mal normal. Kyrat, setze für deine persönlichen Ziele Wegpunkte auf der Karte. Eine GPS-Route führt dich auf dem schnellsten Weg dahin. Amita war offiziell die erste weibliche Kämpferin des Goldenen Pfades. Aufgaben von Typ bewaffnete Eskorte, bla. Okay. Intro. Ich halte mal jetzt über die Intro weg meinen. Ah ne, ich kann das vorlesen. Ajay, mein Sohn. Ajay? Nein, wieso? Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmana. Komischer Name. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Dein Pass. Lass mich reden. Was wollt? Jaldi, jaldi. Was ist los? पटना बॉस पटना पटना में क्या परवा है तो बाढ़ में क्या लेकिन हमारी रेंज में मैंने कहा बाढ़ में क्या कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो चुप मिल गया कुछ मिल गया हेलो चलो जाने से निकलो अरे रुको साले Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie
ähnlich. Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. But first, let me take a selfie. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen! Far Cry 4, das war die Intro. Ja. Dieser Typ, sein Name wurde noch nicht erwähnt, ist anscheinend nicht so nett. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter andererseits... Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien.
Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los! Na los! Schrei um Hilfe! Schrei um Hilfe! Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe! Hilfe! Du musst es glauben! Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terrorist, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Können wir doch mal hier laufen ein bisschen, oder? Aha. Die Players anwesend. Die Players, die Players, die keine Ahnung, ich spreche kein Französisch. Okay, erkunde die Players anwesend. Am besten schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ich in den Zwischensequenzen reden soll oder nicht. Also ich werde es vorproduzieren, das heißt, in den ersten Folgen kann ich es nicht ändern. Durchlesen wir es mal. Aber dann im Nachhinein. Also ich denke mal, es ist besser, wenn ich da nicht rede, damit man alles versteht und so. Was zum Teufel? Ja. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ich zwischendurch reden soll oder darf oder kann. Dann immer sagen, okay. Hier oben ist erstmal nichts mehr. Gehen einfach mal ein bisschen weiter hier runter. Und schauen. Das hört sich nach einem Dinges an. Schlagring, Elektroschlagring. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Elektro. Hier ist noch eine Kiste. Ah, hier ist ein Brief. RA Memo. Glockenturm-Sender. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendung vom Glockenturm in der Nähe von Banapur zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaften unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden können. Möge Pagan Minz Licht sie alle erleuchten. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Okay. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ich würde sagen, wir suchen erstmal alles ab, bevor wir nach unten gehen. Wer weiß, ob wir hier nochmal hochkommen. Aber, hier ist auch noch was. Arbeite nicht so viel. Hi Daddy, ich hoffe, du amüsierst dich in Dubai. Mama sagt, du fusionierst da zwei Banken oder so. Aber ich hoffe, du musst nicht zu viel arbeiten und hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich hab doch bald Geburtstag. Punkt, Punkt, Zwinker-Smiley. Ich hab dich lieb. Ashley, XOXOXO. Das scheint die Ashley auch zu sein hier. Ach mal, hier ist noch was. Das hat grad, das blinkt, aber ich kann nichts damit machen. Naja. Gut. Gehen wir mal hier rein. Ah, da ist er. Oh, fuck. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Also, weißt du, warum du hier bist? Gut. Du bist goldener Pfad, ein Terrorist, ein Böser. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Wenn du mir einfach sagst, wer deine Freunde sind, was sie genau planen und wann es passiert, brauchen wir das nicht. Atme. So, wir wissen schon, dass du uns ausspioniert hast. Aber woher kennst du AJ Gale? Was will der goldene Pfad nur von ihm? Sorry. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anfangen ist. Nein, ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Ja, wie geht's dem Mädchen? Ja? Gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Ich liebe dich.
Ich dich auch. Okay, bye. Springt scheinbar ein bisschen buggy zu sein, irgendwie. Weißt du, ich würde dich eigentlich kündigen. Aber meine Frau, sie würde das nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hat meine Firma sich verkleinert und all meine Aufgaben an ein dritte Weltloch vergeben, wie... Naja, wie hier eigentlich. Und als nächstes war ich Schreibtischtäter. Mann, habe ich das gehasst. Wurde wegen weitergehen? Burnout beurlaubt. Und da war ich nur... Naja, wenn es mir angezeigt wird, dann gehen wir hier einfach mal weiter. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen zuhören, aber... Oha. AJ Gale. Mein Name ist Zabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Moran. Und was ist mit Tarpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Tarpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Der gute alte Tarpan. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's. Okay. Auf geht's. Oha. Und rein da. Und rein da. Was macht der Elefant da? Es geht ja schon gut los hier. Er brennt da ein bisschen rum. Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die! Oh, das ist ein Vollautomatischer. Sicher? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir werden nicht verfolgt. Rechts von dir. Schieß ist auf sie. Der Dame. Scheiße. Pass auf. Mal heilen hier. Entweder ich treffe die wirklich nicht oder die sterben einfach nicht. Ich weiß es noch nicht so genau. War das geplant? Ich glaube schon. Bitte. Autsch. Hallo. Kyra sei Dank. Hier ist Zabal. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. So, aber bevor wir das packen, machen wir erstmal Schluss für den ersten Part. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen mit den ganzen Filmen und sowas. Oder kommen Gegner? Mit den ganzen Filmen ein bisschen doof, aber. Ja. Ist halt so. Ich möchte ja hier auch alles zeigen vom Spiel. Und ich möchte den ersten Part jetzt schon mal direkt rendern. Danach mache ich eine längere Session. Eine Stunde oder sowas. Oder 40 Minuten, keine Ahnung. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part, der kommt morgen. Bis dahin, haut rein und ciao.